Eins, zwei, drei. Ich bin voller Matsch. Oder Kacke. Hast du überhaupt schon mal irgendwann gestreut? Nein. Nein. Drei Geschichten vom Arbeiten im Urlaub. Die einen hüten Kühe auf einer einsamen Alp. Ich hoffe wirklich, wir haben alle. Ich glaube, das gehört hier vorne rein, oder? Die nächste probiert sich im Schafehüten aus. Da ist die Mama. Und bei den anderen möchte er möglichst viele Helfer auf dem Hof haben. Und sie? Will ich nicht, ist mir zu viel. Moin, das ist Jens, ich bin Marlin. Und wir werden 3 Monate in der Schweiz auf einer Alp verbringen und dort Kühe hüten. Und da nehmen wir euch jetzt ein bisschen mit. Die beiden filmen sich gegenseitig. Was glaubst du, Marlin, wie viel Klopapier du verbrauchst in 3 Monaten? Keine Ahnung, was schätzt du? Vielleicht... Sag mal, ich brauche eine Rolle. Okay, dann brauchen wir 2 Rollen. Pro was? Pro Monat? Pro Woche. Hier drin ist unser Proviant. Das ist eine Kraxe, um Sachen hoch und runter zu tragen. Hier haben wir ein bisschen Katzenfutter. Das dort ist unsere Waschmaschine. 1000 Kilometer haben Marlin Thiebel und Jens Reckert jetzt vor sich. Von Flintbek bei Kiel bis in die Schweiz. Er hat so keinen Bock. Und du? Ich auch keinen Bock. Auf die Fahrt oder allgemein? Auf die Fahrt. Tschüss. Tschüss. Wie fühlst du dich, Marlin? Gut, es geht los. Bin gespannt. Die Alpenvorläufer. Jetzt die ersten Schweizer Berge hier. Sogar mit Schnee. Und jetzt geht's hoch in die Berge. So hoch, dass man das letzte Stück nur mit Sondergenehmigung befahren darf. So, ist jetzt 6.36 Uhr und wir sind hier an dem Platz, wo unser Hubschrauber starten wird. Und irgendwo da oben wird unsere Alp sein. Der Hubschrauber holt erst einmal sie und dann ihr Gepäck. Das ist schon in den Säcken verpackt. Man könnte auch nach oben wandern, aber für die Anreise bezahlen die Bergbauern ihnen diesen einen Flug. Diese Hütte ist ihr Zuhause für die nächsten 3,5 Monate. Wir sind angekommen und es ist richtig, richtig unglaublich schön. 2003 Meter hoch. Keine Straße führt ihr her, keine Strom- und keine Wasserleitung. 32 Stunden sind sie jetzt auf den Beinen. So, die Big Packs sind leer, dafür herrscht hier jetzt Chaos in unserer schönen Hütte, die noch schön wird. Ich nehme euch einmal mit ins Schlafzimmer. In der Speisekammer hängen die Regale an Seilen wegen der Mäuse. Der nächste Morgen. Na komm, trau dich. Wie fandst du denn eigentlich deine erste Nacht heute? Ja, war gut. Also, ich habe fest und tief geschlafen, festgestellt, dass zwischendurch aufs Klo gehen nicht so cool ist, weil das Klo halt da ganz hinten ist. Aber ansonsten... Da. Eine Komposttoilette. Wir gehen jetzt zu ihm. Das erste Mal. Meinst du, wir haben die richtigen Litzen mit? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Jens hat ökologische Agrarwissenschaften studiert. In Deutschland arbeitet er an einem Forschungsinstitut für Ökolandbau. Marlin ist Umweltwissenschaftlerin, schreibt ihre Doktorarbeit. Steil, ne? Hinter den Kiefern geht's tief bergab in eine Schlucht. Um die Kühe zu schützen, muss hier ein Zaun entlang. Das ist Extremzäuning, ne? Ja, du bist halt nur 1 Meter weit weg, ne? Und du bist 1 Meter höher oder so als ich. Scheiße, ey.
Es ist so steil. Da hinten geht der Zaun lang, hier runter, ganz immer an diesen Bäumen links, bis hinter, wo man gucken kann. Jens, was machst du denn da? Ich erhole mich. Wovon denn? Von meinem Puls, der auf 250 ist. Der muss ein bisschen runter. Nur wegen dieser kleinen Steigung? Jens ist warm. Ist das gut? Oh ja. Wir haben, bis wir wieder bei der Hütte sind, locker die 12-Stunden-Schicht geknackt. Ich freue mich so sehr auf Essen, Nahrung. Was gibt's denn heute, Masterkoch? Gemüsepfanne mit Nudeln. Am nächsten Morgen geht die eigentliche Arbeit los. Ich bin ein bisschen nervös. Weil die Tiere gleich kommen? Ja. Und wie geht's dir? Ich freue mich. Die Bergbauern treiben die Kühe noch hoch. Aber gleich werden die beiden Norddeutschen ganz allein die Verantwortung haben. Für 138 Tiere hier oben. Klein Harstedt in Dithmarschen, Anfang Mai. Eigentlich wollte sie das nicht. Ständig Gäste auf dem Hof haben und auch noch Englisch reden müssen. Hallo! Willkommen auf der Tiny Millhouse Farm, Amisha. Das ist meine Frau Gesa. Hallo, Amisha. Handshake oder drücken? Aber jetzt hat sie sich doch drauf eingelassen. Sprichst du mit uns Englisch jetzt oder Deutsch? Wie ist? Also, ich kann beides. Ah, mein Deutsch gut. Ist nicht so gut, aber. Oh, ist ganz toll. Siehst du? Also wir mischen ein bisschen, ne? Weil mein Englisch ist auch nicht perfekt. Kai und Gesa Mühlhausen sind Anfänger als Work- und Travel-Gastgeber. Ein paar einzelne Helfer waren schon hier. Aber in den kommenden 3 Monaten wird durchgängig jemand da sein, mitarbeiten und dafür umsonst essen und wohnen. Bettzeug haben wir. Nee, das ist da drin. Ach so, da im Kasten. Das zieht man aus, das können wir nachher auch zusammen machen in Ruhe dann, ne? Ich kenne dich ja nur von den Fotos aus dem Internet. Ja. Und wenn dann jemand vor einem steht, hat das ist nochmal ganz anders. Eine ganz andere Wirkung. Früher wurde auf dem Dachboden Getreide gelagert. Dort oben auf dem Hügel stand eine Mühle. Und jetzt? In diesem Raum, so stellt Kai sich das vor, soll etwas Besonderes entstehen. Gemeinschaft. Dieses elektronische Schlagzeug zum Beispiel hat damit zu tun. Das ist eben meine Vorstellung, dass man hier beim gemeinsamen Arbeiten, dass dann hoffentlich immer mal jemand dabei ist, der auch ein Instrument spielt, dass man dann abends zusammensitzen kann, ein bisschen Musik machen kann. Aber das kommt später. Noch kennen sie sich ja kaum. Ich wüsste, dass sie einen Hund hat und 12 Schaf und einen Garten, aber sonst nicht so viel. Welche Arbeit auf dem Hof anliegt, das erfährt sie jetzt. Das hat Kai geshoppt. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, irgendwie, was schleppt der Mann da an? Hinten auf dem Anhänger so ein riesen Plastikteil. Und er hat ja immer Visionen, die ich zu Anfang noch nicht verstehe. Und dann habe ich nur den Kopf geschüttelt. Aber jetzt verstehe ich es ein bisschen. Und jetzt kann ich das auch, nachfühlen, was er damit machen will. Und ich finde es jetzt auch gut. Also soll er denn in den Boden? Ja, genau. Man fängt manchmal auch Dinge an. Ich sehe den Teich und weiß, es ist eine gute Gelegenheit. Ich habe dazu eine Idee. Aber ich komme dann gar nicht dazu, die Idee auch wirklich zu verwirklichen. Und genau deshalb sollen in diesem Sommer die Work and Traveler helfen. Fische haben wir auch schon, die sind in der Regentonne. Die warten schon. Auf diesem Hof ist Gesa aufgewachsen. Mit 16 wollte sie bloß weg von hier. Mit 56 kam sie zurück, zusammen mit Kai, um ihren alten Vater zu pflegen. Vor 3 Jahren war das. Sie hatte den Plan von ganz viel Ruhe und er hatte 1000 Ideen. Sie weiß noch, wie er ihr mit Work and Travel kam. Das reicht schon. Gummi an Land, lob mir ein Ruder mit, will ich nie.
will ich nicht, ist mir zu viel. Ich will lieber erstmal für mich sein. Ich brauche Zeit für mich, um hier anzukommen, auf diesem Hof, die Grundstücke, alles in Ordnung zu halten. Jetzt bitte nicht noch mehr Arbeit, ne? Aber dann hat Kai sie doch überzeugt. Trotzdem ist auch er manchmal nicht ganz sicher, ob sie das packen. Das bedeutet auch, dass zwei Menschen, die hier gewohnt sind, allein zu leben und ihren Rhythmus haben, plötzlich 24/7 einen Gast haben, eben, der nicht nur arbeitet, sondern der sich auch auf die Menschen einlassen will, für die er arbeitet. Und das ist sehr schön, aber es kann natürlich auch Angst machen, wie intensiv dieses Zusammenleben dann aussieht. Auch die Gartenarbeit ist neu für sie. Wir wollen mit euch zusammen lernen, haben sie auf der Internetseite für die Work and Traveler über sich selbst geschrieben. Die Pflanzen sollen so eingesetzt werden, dass sie natürlich immer zwischen den Sträuchern die Lücken füllen und sich nach links und rechts ausbreiten können. Work Away heißt die Adresse, über die sie Amisha gefunden haben. Das bedeutet so viel wie, sei mal weg und arbeite unterwegs. Amisha hat Schweizer Großeltern, aber sie kommt aus Australien, lebt dort auf dem Land. Ich habe ein Jahr in der Stadt studiert und ich müsste einfach aus von der Städte und von den Leuten. Und ich wollte einfach auf das Land wieder und ich wollte das in Europa machen. Das hat für mich auch was ganz Faszinierendes an dieser ganzen Geschichte mit Workaway. Zwei Menschen sitzen irgendwo in völlig unterschiedlichen Verhältnissen, an ganz unterschiedlichen Punkten auf der Welt und verbinden sich aber über eine Idee und finden so tatsächlich zusammen bis zu dem Tag heute, wo Amisha dann letztendlich auch bei uns auf dem Hof ist und sehen kann, wie es läuft. In den Schweizer Alpen. Im Kanton Graubünden. Na, was sagst du? Ich find's cool. Weil die Weiden riesig und unübersichtlich sind, ist Kühehüten schwierig. Jeden Tag müssen Marlin und Jens kontrollieren, ob alle Tiere da sind. Und das geht nur über die Ohrmarken. Sag nochmal, wer fehlt hier? 4677. Ja, hab ich. 4683. Hab ich. 4687. Hab ich. 6755. Hab ich. 55. Hab ich nicht. Doch, hab ich auch. Alles ist hier anders. Eine Dusche gibt es nicht. Ein warmes Wannenbad braucht 2 Stunden Vorbereitung. Man sieht leider gerade nicht viel. Schade. Um frisches Brot zu haben, müssen sie entweder eine Stunde ins Tal wandern und dann mit ihrem Auto zum Bäcker fahren oder lernen, wie das mit dem Sauerteig geht. Wie man Tierarzt-Hightech benutzt, hat ihnen der Bauer im Tal erklärt. Nämlich, wenn man dann schießen will, drückt man einfach hier drauf und dann geht der Pfeil los. Was ist denn passiert, Marlin? Wir haben Stromausfall, obwohl wir den Generator haben laufen lassen. Und jetzt wird mit Kerze abgewaschen. Ah. Er ist quasi always the first time. Meinst du, das wird sauber? Medium. Das sehen wir dann erst morgen früh? Ja. So, heute wird getrieben und ich würde ja erklären, wo lang. Nämlich ungefähr von da oben, hier längs, an unserer Hütte vorbei und dann da oben hin auf die Steilwand. Jakob! Die erste Weide ist abgefressen. Die nächste haben sie schon eingezäunt. Jetzt müssen sie nur noch die Kühe finden. Wir müssen ihm wohl entgegenkommen. Man hört's klingeln. Ich weiß nur nicht ganz genau, wo sich da was befindet. Da oben ist die erste Kuh. Zu Hause in Schleswig-Holstein hat Jens auch mit Kühen zu tun, allerdings als Wissenschaftler. Hier ist er als Bauer gefragt. Und der weiß, dass man Kühe mit Salz locken kann. Oh,
Wie cool es klappt, ey. Stau auf der A7 Richtung Kumbedik. Ich bin begeistert. Ja? Also die erste Stunde war scheiße. Wie scheiße? Richtig scheiße. Aber jetzt, die letzte halbe Stunde, sind die einfach gelaufen. Voll gut. Jens hat gerade was entdeckt. Wir haben ein Murmeltier an unserem Schuppen. Ach, er will das da einziehen. Ja, soll mal. Das soll mal der Junge kriegen und großziehen. Nee, die stinken. Ach, Jens. Die sind bestimmt süß. Die kacken alles voll. Es ist Mitte Juni und die Vorräte sind alle. Einkaufen. Nur alle 4 Wochen einmal, weil es so mühsam ist. 10 Kilometer zum nächsten Supermarkt mit ihrem Auto. Aber das letzte Stück zurück geht's wieder zu Fuß. So, weiter geht's. Ist das so? Wir haben schon wir haben 1 Stunde bis hierher gebraucht. Ja, wir brauchen bestimmt auch noch 3/4 Stunde. Da hoch müssen wir. 500 Höhenmeter mit all den Einkäufen. Wir waren im Tal und es gibt neue Nahrung. Ganz viele frische Sachen. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. Marlins 29. Prost auf dein Wohl. Ihre Eltern aus Flintbek sind gekommen. Das erste Mal in 2000 Meter Höhe. 2003? Ja. Übers Handy haben sie genau mitverfolgt, was die beiden hier oben tun. Und jetzt tauchen sie selbst einmal kurz mit ein ins Alpleben. Mit stumpfer Sense und einem Gemüsebeet, das nicht mal mehr zu sehen war. Ist da denn noch gute Erde? Ja, ich glaube ja. Allein mit dieser Schaufel. Eine größere Schaufel hatte Marlin nämlich nicht mit hochschleppen wollen. So etwas wie ein Abenteuer-Kurzurlaub ist es für die Eltern. Sie werden übermorgen zurück sein in der Zivilisation. Marlin und Jens haben noch gut 2 Monate vor sich. Wie oft warst du denn heute schon auf dem Klo? Ach, 8 Mal oder so. Wir haben ein Problem. Ich habe einen Magen- und Darm-Infekt. Auf jeden Fall. Es ist sehr unschön, ein Magen- und Darm-Ding zu haben, wenn die Toilette 30 Meter entfernt steht und es regnet. 3 Tage später. Immer noch. Warum muss ich das trinken? Ja, bitte. Es schmeckt wie Sand. Ich will nicht mehr. Auch die Kühe brauchen Medizin. Wenn du weiter hinten reinschießt, dann ist die Chance, dass sie es mit dem Schwanz abzieht, größer. Für einfache Fälle übernehmen Jens und Marlin, nach Rücksprache mit den Bauern im Tal, den Tierarztjob. Wir haben eine Kuh mit Augenentzündung, die hier, und haben die jetzt eingefärbt. Und jetzt kriegt sie gleich ein Spray ins Auge. Ohne Jens' Vorkenntnisse hätten sie den Job nicht bekommen. Es gab ein Bewerbungsgespräch und jetzt bekommen beide sogar ein wenig Gehalt. Da ist das Kleine. Tut uns leid, du. Jens, was hast du denn gerade entdeckt? Da ist nicht gezäunt. Es soll vorkommen, dass Kühe abstürzen. Marlin hofft, dass das bei ihren Tieren nicht passiert. Da oben ist eine Kuh. Meinst du, die springen? Ich hoffe nicht. Aber die steilsten Weiden sind demnächst erst dran. Ich wackel. Eine Schäferei in Aukrug bei Neumünster. Gestern Abend ist sie angekommen. Heute ist ihr erster Arbeitstag. Hast du überhaupt schon mal irgendwann Stroh gestreut? Nein. Stroh, Pferd, irgendwas? Nein. Das ist Stroh. Ja. Bis vor kurzem hat Heidi Luft im Labor gearbeitet, als Chefin. Hier so unten reingehen und so rausziehen. Nicht von oben. Nicht das von hätte oben. Ich jetzt nämlich gemacht. Ja, ja, genau. Und dann pflückt man den und kriegt irgendwann nichts mehr ab. Jetzt ist sie Praktikantin. Heidi kommt aus Süddeutschland, macht ein Sabbatjahr.
Hier in der Schäferei von Birgit Vogtländer ist sie über WOOF gelandet. Worldwide Opportunities on Organic Farms. Weltweite Chancen auf Biohöfen. Seit 8 Jahren ist dieser Hof schon dabei. Sie fangen eigentlich immer mit Stroh an. Und da sehe ich dann schon mal, wie das so funktioniert. Meistens werden die hier einfach, ja, mach mal hier und mach mal da. Mit Tieren hatte Heidi in ihrem ganzen Leben noch nie zu tun. Ich hätte es mir ein bisschen schwieriger vorgestellt tatsächlich. Dass ich mich da so einfach traue reinzugehen, bin ich eigentlich selber überrascht. 800 Schafe gehören zur Herde. Die steht aber draußen auf der Weide. In die Scheune werden nur die Problemfälle geholt. Sobald Lämmer und Mütter wieder fit sind, kommen sie zurück. Für mich ist es noch ein bisschen komisch, wie man mit denen so umzugehen hat. Da bin ich noch ein bisschen zaghafter oder da denke ich manchmal, ja, das sind ja auch Tiere, die kann man nicht einfach so. Die Schäferin kennt das schon. Die meisten Woofer müssen anfangs erst einmal runter von der Vorstellung, Landleben sei idyllisch. Stroh ist doch nicht überall, ne? Doch, eigentlich schon. Wenig, oder? Ich glaub, hier kann noch was reinkommen. Ein bisschen nur. Vielleicht habe ich die tatsächlich vergessen. Die haben schon alles weggefressen. Frühstückspause. Heidi wird gefragt, wie sie ausgerechnet auf diesem Hof gelandet sei. Ich habe tatsächlich, weil ich ja vorhin nie was mit der Plattform zu tun hatte, mir fast alle Höfe kurz drüber gescrollt, diese 300 Höfe oder was es da gibt. Dein Bild ist mir direkt aufgefallen. Ja, das fand ich einfach cool mit den Schafen. Hm. Traditionelle Hütteschäferei. Da dachte ich ja, okay, eigentlich wollte ich ja zu Ziegen. Aber das hört sich ja mal spannend an. Und ich habe mir das sofort rausgeschrieben und habe gedacht, da muss ich auf jeden Fall anrufen. Und ich dachte, vielleicht sind Schafe am Anfang einfacher. Die sind ja ein bisschen friedlicher. Dies wird ihre Unterkunft sein für die nächsten 4 Wochen. Sparsam eingerichtet, kein Schnickschnack. Genau richtig, findet Heidi. So etwas hilft bei der Frage, was will ich eigentlich wirklich? Eigentlich möchte ich auch einfach viel reduzieren. Ich fand es schon immer spannend, so dieses Einfachere. Aber die Frage ist ja auch, idealisiert man sich das? Stellt man sich das sehr romantisch vor? Oder halt auch, dass ich sage, okay, es ist gut mal gemacht zu haben, aber das ist eigentlich überhaupt nicht meins. Einmal noch kurz nach den Lämmern schauen. Ja, komm mal her. Den Mut zusammennehmen. Und es tragen. Ich glaube, das gehört hier vorne rein, oder? Eine Eins. So, da ist die Mama. Ich muss sagen, ohne Handschuhe würde ich es mich vielleicht auch, das macht schon was aus, ne? Ja, nicht, weil ich Angst habe, aber irgendwie, ja, wenn das jetzt beißen würde oder irgendwas, keine Ahnung. Was immer wichtig ist, ist die Spitzen nach hinten. Zäune wegsortieren, banal, hätte Heidi bis gestern gedacht. Und schwer sind die Dinger auch noch. So, und die roten kann ich hier vorne drauf lassen. Ja, die roten kommen. Für den ersten Tag macht Heidi das schon ganz gut, findet die Schäferin. Und oben, je nachdem. Es gibt schon so manchmal welche, die irgendwie denken, das ist jetzt hier Urlaub auf dem Ponyhof. Den ganzen Tag Lämmer kuscheln ist dann halt doch. Oder wenn sie einfach sehr langsam über den Hof sind oder. Ja, es ist halt schon manchmal schwierig, sagen wir mal so. Den Hütehund einpacken und los, um neue Lämmer zu holen. Am Ende ihrer Zeit hier wird die ganze Herde auf eine neue Weidefläche ziehen. Wenn's gut läuft, hofft Heidi, kann sie da schon richtig mitmachen. Auf dem Hof der Mühlhausens in Kleinhaarstedt, Dithmarschen. Seid ihr ready? Yes. Okay, wir müssen hier lang drehen. Es wird schon nicht fast um. Okay, alle runter. Okay, alle runter. Heringe rein. Ja. Einige neue Work-and-Traveler waren inzwischen hier und sind schon wieder weg. Heute hilft noch Besuch mit.
wir spannen das doch jetzt erstmal nur so grob vor, ne? Ja. Amisha, die Australierin, wird übermorgen abreisen. Ja, I like it. Kai und Gesas Plan, später mal wollen sie mit dem Hof auch Geld verdienen. Hier könnten sich überall Feriengäste einquartieren. Also wo kommen die Teppiche hin? Und der Bett muss nicht auf den Teppich? Nein. Der Hof soll eine Ideenschmiede werden, stellt Kai sich vor. Wie wollen wir in Zukunft leben? So etwas soll hier diskutiert werden. Kleines Probeliegen? Oh, geht, ne? Das probieren wir mal aus, ne? Vielleicht werden sie Yoga oder Malkurse anbieten, gemeinsam kochen und essen. Mit den Work-and-Travel-Gästen jetzt will er das sozusagen im Kleinen schon mal ausprobieren. Die Workawayer helfen dabei, diesen Traum zu verwirklichen. Wie viele Workawayer wir jetzt noch brauchen würden, wenn wir dann eines Tages so weit sind, dass wir genau an dem Stand sind, dass wir sagen, so wollten wir es immer haben und jetzt sind wir fertig. Das weiß ich heute ehrlich gesagt natürlich noch nicht. Oh, hier ist ein dicker Hügel. Warte mal hier. Das Teichprojekt geht voran. Die Wanne, inzwischen gestrichen, muss ins Loch. Nur wie? Und wessen Plan wird umgesetzt? Ja. Also es hockt da. Wir müssen einfach das ein bisschen tiefer machen, denn geht's. Nur die Ecke da, ne? Du weißt genau wo? Ja. Alles klar. Dann noch mal raus und genau das machen, was du dir gemerkt hast. Ne? Ja. Eins, zwei, drei. Kai lässt sich öfter auch darauf ein, was Amisha vorschlägt. Und er hat auch schon oft gut daran getan, weil sie gute Ideen auch hatte. Ne? Ich finde, das fühlt sich besser an, als wenn ich jetzt immer sage, wo die Reise lang geht. Und wenn denn jetzt meine Idee, wie es ja auch öfter passiert, mal nicht funktioniert. Amisha jetzt denkt, guck mal, ich habe dir doch gleich gesagt, wir sollten es anders machen. Und so ist die Zusammenarbeit einfach schöner. Hier? Früher war Kai übrigens Lehrer. Und nebenbei geht es um Australien und was da eigentlich anders ist als hier. Ein großer Unterschied ist, dass man nicht vorsichtig muss sein auf die Spinnen und die Schlangen, das wir in Australien haben. Also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Da kann man einfach alles machen. Muss man gar nicht so achten auf diese Sachen. Und das Wetter. Also da ist es Sommer und es ist wie unser Frühling vielleicht. Manchmal auch wie unser Winter. Aber ja, also... Kai dachte, es ist heiß und läuft im T-Shirt rum und ich denke, es ist ganz kalt und habe so 10 Jacke an. Sehr gut. Amisha ist inzwischen fast ein Familienmitglied geworden, sagen Kai und Gesa. Bald kommen schon die Nächsten und sie zieht weiter. Aber dies wird immer Amishas Teich sein. Kann man immer sagen, dass ein bisschen von mir ist in Deutschland, in Zürich steht. Bevor sie abreist, muss Amisha aber dringend noch einmal mit in die Erbsen. Einfach zwei so Geländer, so einfach ja, Baum, gerade durch und dann können sie auf beide Seiten auf das gleiche. Also du würdest nur zwei Reihen von den Erbsen pflanzen? Nö, nicht. Nee, sind manche zwei Baustoffmatten. Alles klar. Ja. Okay, da war ich nicht ganz sicher. Es hat sich etwas verändert. Es gibt zwar viel Arbeit mit den Work-and-Travelern, hat Gesa gemerkt, aber die Arbeit macht viel mehr Spaß mit ihnen zusammen. Das finde ich ja das Tolle an diesem Workaway. Früher sind wir immer gereist und jetzt kommt die Welt eben zu uns und das ist schön. Also wir kriegen eben ganz viel noch mit und darauf freue ich mich jetzt, auch die verschiedenen Nationalitäten kennenzulernen, die noch kommen. Fenchel und Salat müssen jetzt ohne Amishas Gartentipps weiterwachsen. Mehr hätte ich jetzt einfach nicht mehr erhoffen können. Sie hat eine unglaubliche Power. Es kam ständig die Frage, was können wir noch hier und was können wir noch da tun? So, dass, wenn es überhaupt was zu kritisieren gab, eigentlich das, dass ich manchmal dachte, dass mein eigener Feierabend ein bisschen nach hinten rutscht. Und was kommt hier Kleines? Das ist Frühlingsfliege. Jakob! Wir können direkt zählen, 4 sind drüben. Fehlen noch 132. In der Schweiz sind gut 2 Monate Alparbeit für Marlin und Jens herum. Die Kühe von einer Weide zur nächsten zu treiben, haben sie inzwischen raus. Na komm! Eigentlich. 16, 17. Ja,
müssen gleich nochmal durchzählen. Wie fandest du es? Hat super geklappt, war sehr zufriedenstellend. Nur 6 Stunden? Ja. Ich hoffe wirklich, wir haben alle. Es war sehr, sehr anstrengend. Sie waren bis im letzten Zipfel der Weide. Zurück zur Hütte. Jens, was machst denn du? Ich will Wäsche waschen. Und? Wie klappt's? Ich hab zu viel. Warum hast du denn zu viel Wäsche? Ich hab meinen Waschzeitpunkt aufs Maximalste herausgezögert. Das ist ja erst die Vorwäsche, weißt du? Wie bei einer richtigen Waschmaschine. Jetzt kann das Wasser da abfließen, weil ich habe ja Löcher gemacht. Mhm. So. Setzen wir das ab. Das Wasser kommt weg. Dann kann man es noch zusammendrücken. Ja, das ist jetzt der Hauptwaschgang. Das ist jetzt warmes Wasser mit Seife. Guck dir das mal an. Das klappt hervorragend. Ich mache jetzt so lange, bis es sauber ist. Wie lange dauert ein normaler Waschgang? 1,5 Stunden. Okay, ich verkürze es ein bisschen. Das ist jetzt auf jeden Fall der Schleudergang, um das Abwasser da loszuwerden. Das klappt voll gut. Heute ist Erntezeit, weil uns die Schnecken so langsam die Radieschen wegfuttern. Es gibt hier wenig Komfort, wenig Ablenkung. Vielleicht ist es gerade deshalb so, sagt Marlin, dass man so viel sieht. Prost! Oder viel schmeckt. So schön ist es hier. Atemberaubend. Wie ist das Picknick so? Das ist gut. Ich bin voll angerotzt. Na, wie ist das Alpleben so? Hart, sehr hart. Hallo Nachbar. Ich gehe jetzt duschen. Im Regen? Ja, mir wird auch sowieso nass. Viel Spaß! Einfach ein ganzer Leib Käse. Wie cool, oder? Prost! Der ist gut. Schon krass, ey, Gewitter in den Bergen. Ist auf jeden Fall ein anderer Schnack, mein bisher heftigstes. Und dann gibt es doch auch die schrecklichen Momente. Selma ist abgestürzt, heute Nacht oder irgendwann heute früh. Eine Kuschelkuh. Das muss irgendwo auf dem Plateau runtergerutscht sein. Halt durch 2 von unseren Zäunen in diesen Bach, der ja in der Schlucht verläuft. Und inzwischen ist es auch schon ziemlich gebläht. Da unten liegt es. Es ist ziemlich beschissen, wenn Tiere sterben, für die man Verantwortung trägt. Marlin und Jens haben die Bergwacht gerufen. Die kommt regelmäßig für solche Einsätze. Tote Kühe müssen weg von der Alp, besonders wenn sie in einem Bach liegen. Ihr Leichengift würde sonst das Trinkwasser für andere Tiere verseuchen. Aber ich bin trotzdem sehr froh, dass wir das machen und dass ich hier bin und man sich das jetzt schon auch irgendwo getraut hat. Also ich habe viel gelernt, was ich in dem Urlaub bestimmt nicht gelernt hätte jetzt. Das kann man nicht erleben, wenn man nur mal ein paar Tage Urlaub macht. Allein, dass man auch eine Aufgabe, eine Verantwortung hat, macht das auf jeden Fall viel intensiver. Klein Harstedt in Dithmarschen Ende Juni. Seit 7 Wochen sind nun ununterbrochen Gäste da. Erstmal das Netz ein bisschen schütteln, ne, dass wir den Dreck da rauskriegen. 5 Work and Traveler sind es zurzeit. Sogar eine Familie ist dabei. Ziehen, ziehen, ziehen. Beim Ablegen ziehen. Wunderbar.
Ob man mit kleinem Kind an der Seite überhaupt etwas wegschaffen kann, hatte Kai kurz überlegt und sich dann einfach darauf eingelassen. Aber vielleicht latscht er da nicht gerade durch irgendwie, das wäre ganz gut. Ja, hab ich eigentlich auch schon gesagt, du darfst nicht auf die Beete draufgehen. Was nicht ganz genau erklärt wird, geht oft schief, haben sie inzwischen gelernt. Dass Workaway dann eben in ihrer ersten Arbeitsaktion die Jungpflanzen der vergangenen 6 Wochen als Unkraut rausgerissen haben. Eben, ne? Ja, das ist dann nicht der Fehler der Workaway, sondern das muss man sich dann auch auf die eigene Fahne schreiben, dass man seine Aufgabe da nicht gut gemacht hat. Hi. Hallo. Sag gerne Hallo. Ja. Er ist schon seit 3 Wochen hier. Gaspar aus Frankreich. Das erste Mal so lange und so weit von zu Hause weg, hat er Kai erzählt. Ansonsten redet er nicht viel. Rote-Bete-Saft noch an den Fingern, ist Kai schon wieder auf der Workaway-Plattform unterwegs. Er beschreibt, welche Aufgaben gerade auf dem Hof zu erledigen sind. Neue Erkenntnis, die Work-and-Traveler, die herkommen wollen, müssen auch zusammenpassen. Meiner Erfahrung nach sind die meisten eigentlich eher introvertiert und können durchaus eine kleine Anschubhilfe zum Miteinander gebrauchen. Und diese Anschubhilfe zum Miteinander sieht eben auch manchmal so aus, dass ich mich einfach mal zurücknehme und die jungen Leute ihre eigenen Techniken entfalten lasse. Beim Streichen zum Beispiel. Natürlich könnte das auch einer allein machen, aber zu dritt, so hat Kai sich das gedacht, müssen sie ja mal ins Gespräch kommen. It's kind of how we live that we can also be closer, like when you make food. Die Art, wie wir hier leben, bringt uns näher zusammen. Wenn wir kochen oder essen, da ist man den anderen ja nahe. Das hilft, eine Gruppe zu werden. Das ist gut. On the activities that we can do together, it helps to build the group. So yeah, that's good. Das Arbeiten soll sich eher nebensächlich anfühlen. Kai meint, wenn Esme aus London, Carina aus Aachen und Gaspar aus Lille sozusagen als Freunde zusammen anpacken, dann macht's Spaß. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Esme hier habe und die mir gesagt hat, sie singt sehr gerne, aber kann kein Instrument spielen und ich habe einen Gaspar hier, von dem ich weiß, dass er jeden Tag am Klavier sitzt, dann probiere ich aus, ob das nicht eine geeignete Möglichkeit ist, die beiden zusammenzubringen. Neulich haben sie einmal nur die Hälfte der Zeit gearbeitet. Dafür sollten die beiden etwas mit der Musik ausprobieren. Abendessen machen. Yeah. London in Klein Harstedt. Like even cycling to the shop. Wenn man nur mal so zum Einkaufen radelt, an Bäumen vorbei und überall sieht man Kühe. Sowas gibt's nicht in London. It's not a thing in London. Fast jeden Nachmittag ist Gesa jetzt im Pflegeheim. Ihrem Vater geht es nicht gut. Dann noch vormittags der Job. Sometimes I feel a little bit stressed. Because manchmal bin ich etwas gestresst, weil ich im Kindergarten arbeite. Da muss ich mit so vielen Leuten reden. Und wenn ich hier bin, sind da auch viele Leute. Ich muss reden, reden. Und ich sehne mich manchmal nach einem Moment, um allein zu sein. To be alone. Und dann ruft Gaspar sie alle rüber in den Musikraum. Die Suppe braucht ohnehin noch Zeit. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken. Time she is all.
Heute wird die Aukruger Schafherde umziehen. 800 Tiere, 12 Kilometer. Ihr bleibt dort! Pass auf, dass die Schafe nicht in deinem Netz verheddern, was du hinterher dir hast. Ja, alles klar. Heidis Zeit als Wooferin ist fast um. Das heute wird ihr Härtetest. Zäune auf- und abbauen kann sie inzwischen. Vollprofi bestimmt noch nicht. Aber ich kann noch schon einiges machen. Ihre Arbeitskraft ist heute voll mit eingeplant. Die Spitzen. Ah, okay. Heidis Job gleich, das Autofahren direkt hinter der Herde her. Sina kann ja noch sagen, wie dicht, also schon relativ dicht. Ah, okay. Also nicht so weit weg. Warnblinker anmachen. Okay. Und wenn Sina ein Schaf gefangen hat, dann zieht man das ja immer auf die linke Seite ein Stück weg, sodass du dran vorbeifahren kannst. Dann steigst du mit aus und hilfst Sina, das unten. Noch einmal sprechen sie die Strecke durch. Die GPS-Daten sind ausgetauscht. Es ist genau festgelegt, wer vorne und wer hinten läuft, an welchen Stellen nachher abgesperrt werden muss und wo die Schafe unterwegs trinken können. Die Herde darf auf keinen Fall auseinandergerissen werden. Wenn hinten etwas schief läuft, dann müssen sie das 100 Meter weiter vorne sofort wissen. Das Zeichen durchgehendes Hupen. Okay. Nur, dass du das einmal schon mal gehört hast. Ja, weiß ich Bescheid. Wenn du anschreit, dass du hupen sollst, dann ein durchgehendes Hupen. Dann bleiben wir einfach drauf. Gerade stehen. Okay. Früher hatte Heidi gedacht, Schafe hüten sei total entspannt. Die stehen einfach nur so auf der Weide. Genau, grasen da halt und können da auch schon mal stehen bleiben. So ist das aber nicht. Die müssen ja trotzdem mit Wasser zum Teil und auch noch mit Salzstein und so Mineralsalzen versorgt werden. Und die können nicht allzu lange auf einer Weide bleiben. Ein erstes Tier ist lahm. Dass Heidi mal Sorge hatte, ein Schaf könne sie beißen, ist lange her. Schieben, sehr gut. Gleich muss die Herde über eine Brücke, die eine Schnellstraße quert. Wenn die Schafe hier vom Weg abkommen, dann wird's gefährlich. Meistens geht's gut, aber mir ist es auch schon passiert, dass mir welche an der Brücke die Böschung runter sind und dann an der Autobahn stammen. Jetzt Beeilung. Die Herde kann nicht einfach anhalten. Moin! Einmal kurz hier stehen bleiben. Von rechts kommt eine große Schafherde, die zieht hier rüber. Einfach hier kurz stehen. Nein, stehen bleiben. Stop hier. Sheep is coming from there. 5 minutes, you must stop, okay? Es ist gut gegangen. Und jetzt ist erst einmal Pause. Grün für die einen, Brötchen für die anderen. Ich habe da sämtliche Hemmschwellen überwunden, sage ich jetzt mal. Das geht eigentlich alles ziemlich gut, weil es muss einfach gehen. Da überlegt man nicht lange, traue ich mich das jetzt oder was kann da passieren oder so. Das macht man einfach. Heidi ist super. Dass sie direkt einfach anpackt und einfach macht. Ja, manchmal muss es halt schnell gehen und dann kann ich nicht. Kannst du bitte, weil dann und dann. Heidi, vor, stopp, nein, stehen bleiben. So ungefähr. Und da gibt es aber auch Wufer, die das persönlich nehmen. Abflug. Auf. Schäferei ist ein Knochenjob. Sie hat sich öfter mit Birgit Vogtländer, der Schäferin, darüber unterhalten. Feierabend, Urlaub, all das ist kaum planbar. Ja, ich weiß nicht, ob ich das immer machen wollte. Erst einmal wird sie sich irgendeine andere Arbeit suchen. Aber vielleicht kommt sie zurück auf die Schafe. Die Wurfzeit hat jedenfalls einiges klargerückt. Das zu machen, das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen.
Weil es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge, die man sich anschauen kann und mehr als anschauen. Man ist ja dann Teil von dem alltäglichen Leben. Und das finde ich schon richtig gut, weil wo kann man das sonst? Klein Harstedt im August. In 2 Tagen soll hier ein großes Fest starten. Nur Partystimmung herrscht nicht wirklich. Vor ein paar Tagen ist Gesas Vater gestorben. Ich wollte eben so die letzte Zeit dann noch mit ihm verbringen und ja, auch bei ihm sein und ihn unterstützen. Das hat mich auch emotional ganz schön mitgenommen. Das wollte ich ja hier für die. Manchmal war es Gesa zu viel mit all den Work-and-Travel-Gästen auf dem Hof. Und trotzdem, so tolle Menschen, sagt sie, die wollen so viel lernen. Vera aus Frankreich zum Beispiel. Weil ich nicht so viele Gelegenheiten habe, handwerklich zu arbeiten. Es ist cool, Dinge zu lernen, die ich sonst nie mache. Skills and things you're not used to. Just get it a bit like that. I think that's better already. Yeah, and then it's still in the middle. Kai will, dass sie einen Tisch bauen. It's not like having a boss, like a. Es ist nicht so, als würden wir für einen Boss arbeiten, sondern eher, als würden wir unseren Vätern helfen. Helping our dads to make things, you know. Und trotzdem, auch für Kai war es anstrengend in letzter Zeit. Wonderful. Denn er war mit den 5 hier ganz allein. Gesa war ja meist im Pflegeheim. Mir sind in den letzten Wochen einfach die ganzen Sachen ein bisschen so weit aus dem Ruder gelaufen, dass ich merkte, oh, jetzt bin ich aber auch ganz schön an der Grenze. Also alles absagen? Nein, haben sie beschlossen. Die Gäste sollen kommen und sehen, was aus dem Hof von Gesas Vater geworden ist. Der Teich ist inzwischen bewohnt. Mach's noch einen ran, dass er sich nicht verdreht. Da. Der Pavillon gestrichen. Ja, guck mal. Das Geländer wird noch. Und im Garten ist so viel gewachsen. Es wird Gemüsepfanne aus eigenem Anbau geben auf der Party. Und Gesas Vater feiert mit in ihren Gedanken. Herzlich willkommen alle. Ich freue mich ganz doll, dass so viele unserem Aufruf gefolgt sind. Feiern, dass sie morgen 10 Jahre verheiratet sind, seit gut 3 Jahren auf dem Hof leben und schon 22 Work-and-Travel-Gäste hatten. Ich möchte mal die Workaway kurz bitten, alle mal nach vorne zu kommen. Das sind nur die, die im Moment gerade da sind. Wir haben Marlene hier aus Rostock, wir haben Frieda aus Italien, wir haben Amelie aus Frankreich, wir haben Emilio aus Mexiko, wir haben Vera aus Frankreich. Und ich möchte einmal, dass ihr ganz doll applaudiert dafür. Die geben alle ihre Zeit und Arbeitskraft. Ich werde noch unseren Owen Trecker werde achter der Schuhe. Das Kind bin ich doch mit fort und dann bin ich doch gegen Wahl fort. Und dann hat Papa ganz so schimpft mit mir, dass ich doch gegen Wahl sette. Super frische, riesige Kohle. Bisschen wie draußen schlafen, aber trotzdem drin. Das ist echt total gut. Total genial. Ist auch gut so. Das ist gut, nicht immer alles zu wissen. Entwickelt sich ja auch. Ja, und alles richtig zu machen, das muss man gar nicht. Es gab ein bisschen Stress. Aber jetzt sind sie entspannt, alle haben Spaß und sie auch. Having fun, and they're having fun with everyone as well.
Ende August in der Schweiz. Da sind sie, die Brüderchens. Sie haben Nachschub mitgebracht, gepackt von Marlins Mutter in Flintbek. Irgendwas war da offen. Oh, bitte lass da Schokolade drin sein. Aber Müsli ist da drin, sehe ich. Ja. Aber wir müssen ganz kurz gucken. Ah, das war diese Backmischung. Nee, das war... Oh, ich war kritz. Oh, ein Spässchen noch mal. Und wenn schon Besuch da ist, kann der auch gleich mithelfen. Eine Kuh muss behandelt und deshalb von der Herde getrennt werden. Das lassen Kühe ungern mit sich machen. Erst einmal treiben sie zwei Tiere in den Pferch und schicken dann das andere wieder heraus. Ja, nee, 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 nee. Nein! Nein, nicht dein Ernst. Mach dann mal das Vorspiel wieder auf. Sie werden es später noch einmal versuchen. Alter, wie schnell die ist. Gut 3 Monate sind sie jetzt hier. Wenn sie nun mit Marlins Bruder wandern gehen, dann zeigen sie ihm inzwischen ihre Landschaft. Ein Glück sind wir hier nicht so hoch, also hier kann nichts passieren. Zum Glück ist Nebel, ja? Jetzt geht er nicht so souverän längs, das ist scheiße steil. Besuch reist nach ein paar Tagen wieder ab. Jens und Marlin bleiben, weil sie hier noch Aufgaben haben. Ein Kalb ist in einen Bach gefallen. Da geht es ziemlich steil nach oben. Marlin ist jetzt da, dass es nicht weiter wandert, weil dahinter geht es dann richtig los mit irgendwelchen Sprudeln. Aus eigener Kraft käme das Tier nicht wieder heraus. Deshalb haben sie den Hubschrauber gerufen. Ein teurer Einsatz. Die Bergbauern können sich solche Rettungsaktionen nur leisten, weil der Staat sie unterstützt. Dem geretteten Kalb geht's gut nach der Landung. Jens, was machst du? Sachen packen. Warum? Naja, ist bald vorbei, ne? Und du? Ich find's kacke. Und warum? Weil ich hier nicht weg will. Weil? Es ist schön hier. Aber es wird bald ungemütlich. Bald kommt der Schnee. Macht nix. Was hast du gerade gemacht? Einen Abschiedsbrief geschrieben. Für wen hast du denn einen Abschiedsbrief geschrieben? Für den Alpmeister. Genau, die kriegen Spezialitäten aus der Region, also aus unserer Region. Frische Sprotten in der Schoko-Edition. Ostfriesentee. Und Marzipan aus Lübeck. Also kommen doch gar nicht aus Ostfriesland. Ja, und? Letzter Tag heute mit Tieren, ne? Ja. Aber guck mal, wie wunderschön das aussieht. Und alles ist gefroren. Minus 1 Grad hatten wir heute Nacht, ne? Ja. Hast du gut geschlafen? Nein. Hast du gute Laune? Nein. Ist irgendwas gut heute? Och, du bist ganz okay. Für die Kühe geht's zurück in den Stall im Tal. Und für die Hirten zurück nach Schleswig-Holstein. Wonach auch die Schwarzbunte hier benannt ist. Die beiden Holsteiner. Unten werden die Tiere wieder auf ihre Besitzer aufgeteilt. Ohne Kühe ist für Jens und Marlin nichts mehr zu tun. Also wir fahren jetzt los. Irgendwie ist es voller geworden, als ob der Hinfahrt. All das ist jetzt ein Jahr her. Ich glaube, ich kriege die Tür nicht zu. Ich bin ein bisschen beengt. Da ist das Katzenvieh. Zurück auf der Arbeit hatten die Kollegen so viele Fragen, dass Jens sie alle zu einem Vortrag eingeladen hat. Ihren nächsten Einsatz auf der Alp haben er und Marlin übrigens schon längst wieder klar gemacht. Klein Hastedt in Dithmarschen. Heute reisen die letzten 3 Walk and Traveler ab. Ende der Saison. Thank you for everything. I hope we will see each other again because I had the best time here at Tenimir House.
Eben beim Frühstück haben sie alle noch diskutiert. Über Klima und Zukunft und ob ein kleiner Hof wie dieser irgendetwas besser machen kann in der Welt. Sie haben Kai und Gesa ihre Meinung dazu gesagt. Dass es wichtig ist, anzufangen. Und dass die sich gefreut haben, dass wir geschrieben haben, wir haben nicht auf alles eine Antwort. Und wir sind der Meinung, es gibt mehr als einen Weg, um etwas besser zu machen. Und dass die gesagt haben, das ist genau das, was uns gefallen hat. Deswegen wollten wir hierher kommen und sich auf diesen Prozess einfach eingelassen haben. Also das ist für mich eigentlich das Schönste von der ganzen Aktion. We really appreciate that you tried anyway. I tried, yeah. Alessandro aus Italien will im Klavierschuppen sein Abschiedsgeschenk vorführen. Er hat sich überlegt, wie die Menschen hier und dieser Ort wohl musikalisch zu beschreiben wären. Okay, I have to specify that this is the fourth time I play piano, but we are a very good audience. Es sei erst das vierte Mal, dass er überhaupt Klavier spiele, sagt er. Sich trotzdem zu trauen, das habe er hier gelernt. Ich bin manchmal auch an meine Grenzen gegangen. Und dadurch, dass mein Vater jetzt in der Zeit noch verstorben ist, es war so eine intensive, Zeit mit den Workawayern. Und das ist wie eigene Kinder haben. Und das berührt mein Herz so sehr, weil sie so lieb mit uns sind und so viel geben. Also ich meine nicht nur Arbeit, sondern an Gefühlen eben, ne? Thank you very much. It really touches me. Thank you. Vielleicht will Kai sich demnächst einmal selbst als Work and Traveler ausprobieren. Außerdem sind er und Gesa eingeladen. In Frankreich, in Italien, in England, in Spanien, in Australien. Aber erst einmal müssen sie jetzt wieder allein klarkommen. I need a working machine like you. Yeah, I will be there soon. Bye. Hab dich lieb. Ja, ich hab dich auch. Oh, ich hab dich auch lieb, Vera. Okay. Everyone gets on board. Und ziemlich sicher. Boarding time. Werden Sie im nächsten Sommer wieder Work-and-Travel-Gäste einladen auf Ihren Hof.